Herzlich willkommen zur weiteren Folge, auch gerade im Spiel 7 Days to D. Wir werden jetzt hier Richtung Haus gehen. Wie ihr seht, ist das Licht wieder normal. Ich schaue mal, dass wir was herstellen können, wenn wir noch was haben. Beziehungsweise immer gleich mal erforschen, wie wir das jetzt herstellen können. Und zwar Munition. Es geht ja um die Möglichkeit, Stahlmunition herstellen zu können. Weil Messing und sowas haben wir nicht so. Wir müssen auch hier ein bisschen reparieren. Ja. Hier ist dunkel, wie immer. So, das heißt erstmal Munition. Eisen, Blei. Werkzeuge fallen. Wie bleibe ich überhaupt? Gras? Gras muss sein, ne? Ah, ne, Blei nicht. Wie heißt das Zeug? Geschossspitze. Was fehlt? Blei. Okay. Dann werden wir mal gucken, ob wir was lernen können. Und zwar bei Kräften. Ich habe ja ein paar Punkte gekriegt, hoffe ich jedenfalls. Level 13. 3 Punkte habe ich. Und zwar geht es darum, dass ich Munition herstellen kann, und zwar Schussmunition. Mal was gucken, wo das ist. Und Dekor brauchen wir nicht. Gebäude auch nicht. Rohstoffe auch nicht. Holzknüppel, ja. Es geht um die Stahlmunition. Dann die. Ah ja, hier sie. Ich habe ja eine Pistole und ein Gewehr. Die andere kriege ich hergestellt, ne? Aber das macht nichts. Und das ist für ein Jagdgewehr, glaube ich. Oh, hier. Was kostet die? Muss ich leeren. Gut, die wäre aber nicht so wichtig. Im ersten Augenblick. Und wichtiger wäre diese hier. Das ist die 7. Die 5, also ein Stück 7,62 mm Patrone. 7,62 mm Patrone. Was brauche ich da? Sniper. Oh. Was brauche ich da? Geht noch nicht. Warum nicht? Level noch nicht hoch genug schon, ne? Ja, ich kann es leider nicht lesen. Das ist ein bisschen schwierig. Und diese Munition? Für meine Pistole? Das geht noch nicht. Magnum, ja. Pistole. Ja. Aber ich kann muss wohl herstellen. Mal gucken, ob wir hier Blei finden irgendwo her.
Machen wir auf die Suche nach Blei und ein bisschen Loot, vielleicht finden wir Messing. Und dazu muss ich mal zum Nachbarhaus mal schauen, was wir alles brauchen können. Denn da ist nämlich die Werkbank. Ich könnte mir zwar noch eine eigene herstellen, aber dazu bräuchte ich mir Rohstoffe. Jetzt muss ich mal vorsichtig sein, ob sie nicht wieder gespawnt haben, liebe Brüder. Wir gehen mal die Gase rein, das ist nicht so extrem. Das ganze Haus gehen ist natürlich ein bisschen ungünstig. So, hier kann man einiges herstellen. Auch die Munition, die wir brauchen, ne? Und die können wir nicht herstellen, wissen wir nicht. Aber die oberen können wir herstellen, und zwar für unsere Pistolen. Bleigeschosse, Patronenhülsen, Schießpulver, und da brauchen wir das Gleiche. Das wäre was, ne? Aber gut. Eine Feder, ja. Und die können wir nicht herstellen, aber wir wissen für. Na ja. Macht nichts. Wollen wir sehen, nochmal. Wir müssen Blei suchen. Blei, das ist das erste versuchen. Und wie ist das so wie im warmen Leben? Wenn man sucht, findet man nichts, ne? Also ich habe ja 14 Tage Zeit bis zum nächsten Blutmond. Daher machen wir uns keinen Stress. Ich wollte mal schauen wegen Fahrrad. Fahrradfahren ist eigentlich wichtiger in der Beziehung erstmal. Weil es wird flexibler, wir kommen weiter weg, Häuser bitte durchsuchen. So. Mods nicht, warum nicht? Rohstoffe. Klauen haben wir gar nicht hergeben. Den könnten wir herstellen, ja, okay. Blasebalg, ja. Stahlschaufel, Picke, Motorsäge, die haben wir gefunden. Fahrradrahmen. Ach ne, geht nicht. Intellekt Level 2, oh je. Ist das Intellekt? So. Was hier? Das war Mods, ne? Wir verrutscht. Kohlebrocken, Öl, haben wir alles, Eisen auch. Oh, das Zeug haben wir auch, glaube ich. Das auch, okay. Kleidung aber nicht.
Kriegspulver. Das kann schon mal fertigen, das macht ja nichts. Das brauchen wir sowieso, die Munition. Was wir brauchen, ist aber ein Fahrrad. Dieses Teil. Was irgendwo gesehen und jetzt komme nicht zurück. Der Mods Service. Was anderes. Werkzeuge fallen. War das hier? Nee. Waffen kann es ja nicht sein, ne? Ja, Quatsch. Gebäude, Rohstoffe, Waffen. Damit doch. Oh, jetzt kann man das Ding herstellen. Jetzt auch wieder finden. Jetzt. Ach gut, haben wir gefunden. So, was brauchen wir jetzt dafür? Eisen. Gut, dann gehen wir mal in den Keller, holen das her. Jetzt will ich jetzt blöd mit aufschreiben, was ich jetzt brauche. Was wieder alle Energie? Das Ding ist mir noch da. Ist nur ein Tier gefallen. Komisch. Und lass mal stehen, ne? Vielleicht ballert er irgendwo hin. So. Ich brauche das Zeug. Das kann ich weg. Federn. Die Eisenrohre. Das brauchen wir nicht. Nicht äußerst ungünstig, weil ich mir das vergessen habe. Das meiste jedenfalls. Schlecht. Ganz schlecht. Die Werkbank muss hier in der Nähe sein. Das zeigt mal so wie es ist. So, jetzt haben wir einen Zettel, Stift, aufschreiben. So, was fehlt? Eisen, na gut, Eisen, Leder, Klebeband, ja gut, Klebeband. Also Klebeband und Eisen noch und Leder. Das war's gewesen. Klebeband, Leder und Eisen. 8 Eisen. Ja. Fahrrad ist sehr wichtig, weil die Wege werden hier zu weit. Und weite Wege. Das kostet wohl Zeit, ne?
So, Klebeband. Eisen wollte ich mal sehen. Eisen. Das brauchen wir irgendwie auch noch für die Reifen. Das ist ein Öl. Das können wir rüberbringen. Hier haben wir kein Klebermann bei. Aber Knochen. Hier haben wir Knochen. Und trübes Wasser. Dann werden wir schon mal Klebermann herstellen, ne? Das können wir einschmelzen. Das werden wir mal hier reinschmeißen. Wo ist er? Haben wir zwar noch, aber gut. Brauchen wir auf jeden Fall. Kleber. Eisen. Leder war auch noch da. Müssen nur Kleber, mal Kleber her kann. Das heißt, viel Holz. Das brennt auch noch. Leder. Holz wird knapp. Das gibt's doch gar nicht. Aber da rein. Rein mit zu. Silbernuggets brauchen wir nicht. Öl. Öl war auch mal wichtiges. Das macht schon mal 10 Stück. Stofffetzen habe ich irgendwo. Da nicht. Stofffetzen. Hier in die Tat. Kohlebrocken, einer will nur noch so. Stofffetzen, na, wo haben wir das hier? Da haben wir es schon. So. Füllt er jetzt das hin? Sehe ich nicht. Gut, das Feuer geht vielleicht nicht.
Jetzt habe ich Leder, Parts, Federn, Ölwaffe nicht, Klebern. Müsste jetzt da sein, alles. Müssten. Eisen habe ich auch. Wo wir nicht vergessen haben, ne? Wir haben noch unsere Couch, da können wir noch nicht herstellen. Immer weg das Feuerchen hier. Die anderen können ja weiter brennen. Also wie lange die aushalten. Ich brauche nur zwei für den Keller, falls wir mal was brauchen. Apropos Holz. Brauchen wir auch noch Holz, ne? Brennen wir auch noch. Wir brauchen noch Erfahrungspunkte. Wir müssen was lernen. Wenn wir ein Fahrrad haben, dann können wir auch viel besser auf Erkundungstour gehen und Häuser plündern. Ne? Und wenn wir jetzt mal Schießpulver herstellen können und eine Bleiader gefunden haben, dann können wir auch Munition erstellen. Und wenn wir Munition haben, reichlich, dann können wir auch reichlich Zombies bekämpfen und schon Level automatisch auf. So, das können wir schon mal herstellen. Das ist super. Wenn wir das haben, naja, dann können wir das mal rausnehmen. Brauchen wir nicht. Dann haben wir einen Teil vom Fahrrad. Erstmal sehen, was wir brauchen. Ne? Die Ressourcen sind nicht in Massen vorhanden. Fahrräder müssen wir haben. Gut. Und der Mikroskop, das sind Mods, Kleidung. Rohstoffe, Waffen. Ach, da ist Fahrrad. Also Lenkrad brauchen wir auch. Gut. Fertigen. Dann brauchen wir Räder. Will, WH, da brauchen wir das Zeug, oh je, und Öl, Kohlebrocken, gut, schauen wir nach Kohlebrocken, Kohle haben wir uns im Haus, aber jetzt habe ich keine Mine noch von innen nach außen, das dauert so lange. Wir werden halt mal ganz klar von oben machen. Ist ja egal. Zur Not machen wir oben Decke rüber mit Steindinger. Ob ich so eine Lösung habe, das weiß ich nicht ganz genau. Das weiß ich nicht so genau. Kohle. Haben wir Kohle? Haben wir Kohle, ne? Soli Show, das mache ich offstream, da ich ja rumbuddel hier nicht sein muss. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's weiter, ne? Vielleicht schaut ihr mal rein. Tschüss.